you see me? Die ersten 8 Schritte. Zuerst ein Rock vorwärts und dann kommt 3 Shuffle mit einer halben Drehung. Wir setzen den rechten Fuß nach vorn, wechseln das Gewicht wieder zurück. Jetzt kommen die 3 Shuffle. Wir setzen den rechten Fuß nach hinten, machen dabei schon eine Vierteldrehung, ziehen den linken Fuß an den rechten ran und machen wieder eine Vierteldrehung und setzen den rechten Fuß nach vorn. Jetzt setzen wir den linken Fuß nach vorn, machen wieder eine Viertelrechtsdrehung, setzen den rechten Fuß an den linken ran und den linken Fuß etwas nach hinten. Jetzt kommt noch ein Shuffle. Wir setzen jetzt wieder den rechten Fuß nach hinten, eine Vierteldrehung nach rechts, den linken Fuß an den rechten ran und wieder etwas drehen und den rechten Fuß vorn absetzen. Und das noch einmal von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Und ich zeige diese 8 Schritte noch einmal von der anderen Seite. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir machen wieder einen Rock vorwärts mit links. Den linken Fuß vor, das Gewicht wechseln und zurück. Und jetzt wieder ein Shuffle zurück mit einer halben Drehung. Das heißt, wir setzen den linken Fuß nach hinten, machen eine Viertel-Linksdrehung, ziehen den rechten Fuß an den linken ran, machen wieder eine Vierteldrehung und setzen den linken Fuß vorn ab. Ich zeige diese Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4. Jetzt machen wir Zähler, das heißt, wir setzen den rechten Fuß rechts ab, wechseln etwas das Gewicht und kreuzen den rechten Fuß über den linken. Das gleiche machen wir jetzt spiegelverkehrt. Setzen den linken Fuß links ab, wechseln etwas das Gewicht zurück und kreuzen den linken Fuß über den rechten. Ich zeige diese Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wieder ein Rock zur Seite mit rechts. Den rechten Fuß zur Seite, wechseln etwas das Gewicht und wieder zurück. Und jetzt machen wir ein Cross-Shuffle nach links. Das heißt, wir kreuzen den rechten Fuß weit über den linken, locken den linken dahinter ein und setzen noch einmal den rechten Fuß etwas nach vorn. Das Ganze machen wir jetzt spiegelverkehrt. Wir setzen jetzt den linken Fuß links ab, wechseln etwas das Gewicht zurück. Kreuzen den linken Fuß weit über den rechten, locken den rechten dahinter ein und setzen noch einmal den linken Fuß etwas nach vorn. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. Entschuldigung, so rum. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen den rechten Fuß rechts ab, kreuzen den linken Fuß hinter den rechten
und machen ein Shuffle vorwärts mit einer Vierteldrehung nach rechts. Das heißt, den rechten Fuß mit einer Vierteldrehung nach rechts absetzen, den linken Fuß ran und noch einmal den rechten Fuß nach vorn. Ich zeige diese Schritte noch einmal von hinten, damit man das besser sieht. Das war jetzt der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4. Jetzt setzen wir den linken Fuß vor den rechten, machen eine halbe Rechtsdrehung und noch einmal ein Shuffle vorwärts mit links. Links vor, rechts ran, links vor. Und diese Schritte noch einmal im Zusammenhang. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und der Tanz beginnt jetzt wieder von vorn.